Ja, hallo Freunde, das sind wir wieder. Satisfactory. So, hier. Wer sich wundert, wahrscheinlich alle, was das hier sein soll. Und zwar haben wir Painter und Kakashimo gewettet bezüglich Kreis, Kugel. Und da ich ja schon mehrfach jetzt gefragt wurde, ob ich denn schon was gemacht habe und das dann halt immer verneinen musste, habe ich heute mal ein wenig probiert. Und ich muss sagen, das Einzige, womit mir ein Kreis annähernd funktioniert, also wäre dann halt diese Art. Allerdings, man sieht, es ist ziemlich arbeitsaufwendig und wahrscheinlich auch nicht das, was die Jungs sich da eventuell vorgestellt hätten, weil mit Fundamenten habe ich probiert, das sieht einfach immer nur entweder mehr als bescheiden aus, beziehungsweise, ja, wie soll ich es ausdrücken, nicht wie ein Kreis aus, sondern eher wie eine plattgedrückte Kugel. Ja, von daher erscheint mir die einzig schöne Lösung oder Kreis oder kugelähnlichste Lösung nur diese Version. Das sieht zwar jetzt auch aus wie ein Ei, aber das ist wahrscheinlich dem geschuldet, dadurch ich schon mehrere gebaut habe. Das ist, kommt einer Kugel schon am ehesten. Also das ist schon wirklich ein Kreis. Das sieht jetzt nicht so aus. Aber wenn man da jetzt mal, wenn ich da mal so ein bisschen rumfliege, könnte man das, denke ich, doch dann als Kugel, wenn sie denn vollendet wäre, ähnlich betrachten. Ja, wie gesagt, das ist halt alles ohne Mods, ne? Reine weg, nur das, was es im Spiel gibt. Und da ist mir das jetzt auf die Schnelle, wobei Schnelle war ich, glaube ich, jetzt auch, um an den Punkt zu kommen, letztendlich so bei 2,5 Stunden, vielleicht 3, weil ich hatte es erst mit den Fundamenten probiert, aber ging gar nicht. Ich habe da keine Möglichkeit gefunden, das so darzustellen, dass man es wirklich als Kugel hätte durchgehen lassen können, sagen wir so. Und das ist jetzt auch die kleinste Möglichkeit, die ich gefunden habe als Kugel. Größer würde vielleicht funktionieren, habe ich nicht probiert, aber kleiner als das ist mir nicht gelungen. Das wären jetzt 5 Fundament Breiten als Durchmesser und in der Höhe sind etwas mehr als 8. Ja, 5 als Durchmesser und in der Höhe etwas mehr als 8, vielleicht so 8,5 Richtung 9 gehend. Das fand ich am optisch besten, so wie hier. Also Painter, Kakashimo, wenn euch mal das Video über die Augen läuft, dann das wäre jetzt meine Lösung für eine Kugel. Vielleicht das Optimalste ist es jetzt nicht, würde ich mal sagen. Aber besser habe ich es jetzt in der Zeit nicht hinbekommen. Von daher, sollte das erstmal so gewesen sein. Jetzt habe ich natürlich Unmengen an dem hier verbraucht. Ich lasse das mal noch hier stehen. Kann ich ja später mal löschen irgendwann. Ups. Fleischi? Ja, Fleischi. Gucke, Fleischi hier, das wäre meine Möglichkeit als Kugel, was Painter und Kakashimo wohl irgendwie gewettet hätten.
Ich wollte es nicht noch weiter bauen. Ich denke, der Trend ist erkennbar, weil das ist unheimlich aufwendig. Ja, das mit den, wie heißen sie gleich, Wandhalterungen. Und ja, entweder es wird so akzeptiert oder halt eben nicht. Mit Fundamenten kriege ich es nicht hin. Also zumindest ist es nicht so, dass es mir gefällt. Und daher hätte ich als Kugel nur sowas zu bieten. Aber da wäre ich noch ewig drüber, bis ich das fertig hätte. Wie gesagt, wenn der Painter oder Kagashimo da mal... Ja. Ja, den Monitor habe ich schon in Betrieb. Da läuft OBS drüber. Im Moment, ne? So, jetzt brauche ich erstmal wieder ein paar Kupferbleche. Weil das möchte ich erstmal noch stehen lassen. Was anscheinend nicht. Warum? OBS habe ich. Oben drüber laufen. Erstmal futtern, ne? Dann. Fütterungszeit. Sind die Tröge schon gefüllt? Geben wir mal ein bisschen Gas. Und dann gehen wir wieder zum Sumpf. Ach so, genau, ja, hier muss ich ja lang. Und ich brauche Kupferblech. Dann hole ich mal. Und dann wollte ich hinten ja noch die zweite Kohlemine noch mit in Betrieb nehmen. Und ja, ne? Keine Ahnung, was dann noch. Bräuchte ich dann noch irgendwas? Ich habe von dem sowieso. Da hätte ich. Da habe ich noch was hinten. Obwohl, kann ich auch noch was mitnehmen. Von dem hätte ich noch momentan genügend dabei. Würde ich eher mal Beton noch mitnehmen. Durchfärben müsste man mal noch. Also Arbeit hätte ich. Gut. Gott sei Dank. Grüß dich, Porter. Grüße dich. Schön, dass du reinschaust. Wie geht's? Wie steht's? Wie ist das Wetter? Hier regnet's. Und das schon. Boah, den ganzen Tag eigentlich. Eigentlich den ganzen Tag schon. Mal mehr, mal weniger, aber es regnet. So. Könnte aber den einen Stack, könnte ich ja mal noch voll machen. Vielleicht fehlt mir gerade das dann. Auch Schiedwetter, nicht da. Schiedwetter. Bup. Soderle. Den machen wir noch voll und den Rest nehmen wir als Beton mit. Brauche ich vielleicht am meisten. Das richtige Wetter zum Zirken, da hast du recht. Die Katze ist jetzt auch wieder da. Die kam hervorgekrochen über der abgedeckten Sitzgruppe. Ein wenig nasses Fell. Jetzt müsste ich natürlich erstmal mittels Schmuse-Scheinheiligkeit trocken rubbeln. Ich sitze auf dem Sofa und versucht ein Mittagsschläfchen zu halten. So, Beton noch.
Meins. Und zack. So, der Weg ist das Ziel. Kohle. Dann werde ich mich nochmal mit der Kohle anschließen, damit ich dann auch die 240, die ich brauche, auch fördere und liefern kann. Es ist zwar jetzt schon ein Stillstand, weil ich habe ja keine Abführung von dem Aluschrott und dem Wasser. Ja, aber eine Zeit lang lief's. Wenn der Fleisch wieder vorm Monitor sitzt, schreit er mal hier, damit ich weiß, dass er fertig ist mit Futtern. Allerdings, wenn er nicht vorm Monitor sitzt, hat er es ja auch nicht gehört. Autosave, juhu. Hatte ich ja schon lange nicht mehr. Ach so, da fällt mir gerade ein. Ich hole mir mal was zu trinken schnell. Da bin ich wieder mit zu trinken. Weiter. Oh, rücken wir Bett. Nicht, dass ich es vergesse. Ab geht's, ab geht's, ab geht's. Das ist ein bisschen nervig, wenn das immer so wird bei den Dingern. Aber nun gut, was soll ich machen? So, da sind wir auch schon fast am Ort des Verbrechens. Ja, langsam mal abbremsen. Schnelle Schuhe und los. Sieht nun schließlich alles schön, alles außer schön aus. So. Aber vorübergehend muss es gehen. Und solange ich ja keine Batterien produziere, kann ich ja hier hinten auch keine Drohnenlandeplätze und Drohnen fliegen lassen. Ne? Wenn ich dann mal das habe, dann kann ich das ja machen.
bis dahin eben nicht. So, jetzt ist es wahrscheinlich nicht gerade optimal gebaut hier, aber gucken wir mal, vielleicht kriegen wir es ja hin. Wir werden in etwa die Mitte. Hier. Keller. Fundamente. Warte mal, alles gerichtet nach. Da. Gehüpft. Das löschen wir. Oh. Das würde er nicht machen. War recht. War klar. Auch nicht. Aber. Können wir ja vielleicht doch bauen. In die Richtung soll es dann irgendwann mal werden. Warum hatte ich 3x3, ne? Da hinten noch vielleicht ein. Obwohl. Das müsste gehen. Zeig mal her. Warte, wenn dann kommt die hier hin. Geht, eine frei. Boah, da kommt das weg. Na? So. Oh, jetzt habe ich das Ding gelöscht. Mein Gott. So, nu. Lucky Stick. Fussel Leonardo daran und das irgendwie hier ran. Strom. So, halt mal das. Gut, dann gehen wir zurück. Au. Dann nimm ein Stück. So, und dann müssen wir eigentlich nach oben, ne? Kommt noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Oh. Puh. Da. Gut. Jetzt haben wir hier. Pumpen muss ich noch setzen? Nee, habe ich doch schon, ne? Kein Strom? Ach ja, stimmt. Ja, klar, Strom habe ich ja noch nicht gelegt. Warum haben die ihren Schnurzel? Die haben einen Schnurzel hier. Nein, das nicht, sondern
den hier. Oh man, nicht mehr. So. Ich will doch nur hier hoch. Nein. Ja. Geht's dann wieder? Hier weg. Weg. Dann brauchen wir schon einmal rum. Hier. 5, 5, 6. Halt. Dahin. So, wie mache ich das mit den Raffis? Die hatte ich sonst immer den Strom von oben runter. Jetzt wäre es vielleicht gut, wenn ich es nicht so mache. Weil ich den Strom jetzt auch hier unten habe, könnte ich doch eventuell hier runter mal tun. Dingensen. Machen wir es so, genau. Halt. Passt. Passt. Einmal ringsrum. Und da haben wir jetzt. Von unten müssen wir noch Strom hochholen. Wir kommen von wir kommen von da. Also müsste ich den Strom da hoch machen. Erstmal weg. Stört. Dann machen wir den Strom mittig. Da. Halt. Strom. Strom mittig. Da. Richtig. Dann könnten wir dann hier rangehen. Wäre das gerade. Aber ganz anders. Irgendwie gerade runter. Die Pumpen habe ich, glaube ich, wollen das.
Ach ja, genau. Mit den Pumpen dachte ich, die werde ich gar nicht brauchen. So. Genau so. Warte mal. Ich wollte doch das hier nehmen. So. Daran. Dann machen wir die Wände gleich hin. Da ist der Strom hier her. Da und dann sollte es losgehen. Richtig. Gut. Oh, Autosave. Na komm. Mit. Und hier. So, müssen wir wieder da hoch. Mit den Pumpen. Dachte ich ja, den werde ich nicht brauchen, ne? Weil das Gebäude ja höher ist als das. Dann sollte genug da sein, ohne dass ich Pumpen nehmen muss. Erstmal wieder hoch. Also, jetzt Aluminiumschrott haben wir. Kohle haben wir nicht. Weil. Wieso haben wir keine Kohle? Weil das hier nicht. Ich glaube, weil das hier noch nicht. Muss ich nochmal löschen und nochmal anschließen. Deswegen, na, genau. Jetzt läuft es voll. Aber auch mit Wasser. Und wir haben schon mal Aluminiumschrott. Den können wir hier jetzt irgendwie reinpressen. Und wir brauchen noch Quarzsand. Und wir müssen noch das Wasser als Abfallprodukt abführen. Eieieiei. Soderle.
Da brauchen wir auf alle Fälle das. Und jetzt. Das geht nicht. Also müsste ich die. Das müsste hingehen, Spürer. Fusionado. Das ist es. Aber ich brauche. Ja. Drei rüber, drei hinüber. So rum. Die brauchen ja. Das dann hier hinten dran. Weg. Ah, schön, wenn ich die gleiche Höhe nehmen würde. Geht das? Geht. Gut. Könnte ich so hinten lang führen? Und hier. Logistik. Missionario. In die Richtung. Den noch mehr anschließen. Passt. So, und da habe ich den dann von hier eins weg und auf der anderen Seite bündig. Okay. Wäre dann so. Nee, Quatsch. Dann muss er hier rüber. Und dann wäre es auch kein Visionator, sondern ein Splitter. Gut, ne? Hätten wir das. Das gleiche machen wir in die andere Richtung. Weg damit. Und da. Moment mal.
da habe ich es dort gemacht. Dann mache ich das vielleicht gleich mal hier. Hier in meine Richtung. Gleich nochmal. Klappt. So, dann war's bei dem. Noch eins her, eins hin. So rum. So. Richtig. Gut. Anwursteln das Zeug. So. Ja, dann fließt halt erstmal leer. Nicht da rein. Da. 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 So, jetzt hatten wir den Alu-Schrott. Wasser. Wasserabfall. Grüß dich, Wurzel. Hallöle. Schon lange nicht mehr gesehen. Wie geht's dir? Hast du auch so schönes Wetter? Wasser. Wo führe ich das dann ab? Wie mache ich das dann schön? Könnte ich doch hier oben drüber machen, ne? Schade. Müsste ich dann weglassen. Schissen aus hier. Gefällt mir nicht. Aber höher kann ich auch nicht machen, oder? Was gut, wenn es geht. Muss ich das weglöschen oder ich kann mal noch was probieren. Aber ich glaube, das wird nicht schön sehen. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Positiv. So. Logistik. Röhrchen. Röhrchen dahin. Aber dann will er nicht so richtig. Okay. Sei denn, ich lösche das mal noch weg. Komm her, hier hin. So.
Gott, oh Gott. Sieht schon ein krümig, ne? Ach, so geht. Und dann mach hier unten weg. Allerdings. Moment, hier. Dazu mach. Sieht dazu aus. Dann müsste ich das Wasser irgendwie hier runter schaffen. Also richtig gefällt mir das doch nicht. Kann ich das nicht noch ein bisschen schlechter machen? Ich kann es höchstens. Moment. Probieren wir mal aus. Na? Gehst du dahin? Ja, geht doch. So. Habe ich fast die Befürchtung, dass er da nicht so mitspielt. Ich könnte. Ne, so geht's. Ne, doch, so geht's. Doch, so geht's. Und Autosave. Juhu. Moin, Onkel Sam. Einen wunderschönen guten Morgen, Nachmittag. Wie geht's? Alles gut? Auch so schönes Wetter? Mit Regen oder grauen Himmel? Nunu, alles klar. So, macht er das? Radikal? Nee, das sieht nicht schön, ne? Dann. Gut, das müssen wir uns mal vorneigen. Vielleicht können wir es gar nicht anders machen. Wir probieren es mal noch so. Das geht, juhu, wie fein. Jetzt wird, das geht auch noch, Gott sei Dank. Dann machen wir das so, Edge. Dann können wir das Wasser hier lang wursteln. Mit dem hier verbinden. Und dann führen wir das, wo führen wir das dann ab? Links, rechts. Rechts hätte ich vielleicht mehr. Hier unten drunter durch. Das greifen wir hier in der Mitte ab, da haben wir Platz. So. Den brauchen wir nicht mehr. So. Dann greifen wir ab und führen den vielleicht. Mal gucken. Erstmal den Kiesel, den Quarzsand noch hierher bringen. Und wo komme ich denn? Ich komme hier unten rein. Dann könnte ich ja hier gleich hoch und den gleich von hier aus verteilen.
Aber was ich jetzt nicht bedacht habe, ist das hier. Das war jetzt nicht gerade schön. Abführen tut man auf Toilette. Gut. Ich möchte. Ja, was möchte ich denn? Wegbringen. Das muss ich nochmal umbauen, das wird nichts. Ich will ja hier die Alubarren wegschaffen. Und da müsste ich ja den hier hintersetzen. Würde bedeuten, das andere muss weg. Weg damit. So, so rausführen. Oder das, genau. Das kann ich lassen. Aber hier, das muss ich umbauen. Das geht nicht. So, hatte ich den hier hingesetzt, ne? So. Den anderen. Weg damit. Hier hin. Ist das weg? Das weg. 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 Hier rein. Da rein. Da hin. Da hin. Und von da, da hin. Dann geht das nämlich auch hier. Die anderen noch ändern. Der kann bleiben. Eck. 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 Packen. So. So. Weg damit. Weg damit. Und weg damit. So. Dann baue ich das gleich noch. Ja.
Jetzt muss noch Quarzcenter her. Quarzcenter muss her und Alubarren müssen weg. Ich setze das hier tiefer, dass ich den Quarzsand hier. Auf der Ebene zuführe und hier oben drüber und dann letztlich über die Bänder. Die Quarz, die Alubarren weg. Würde bedeuten, den Quarzen kann ich über ein Band komplett machen. Ja, ja. Also. Kommt hier Splitter hin. Die Zuführung. Was machen wir jetzt? Hä? Wieso kann ich nicht aus der Richtung? Hä? Ich brauche den Eingang rechts und das macht er nicht. Warum macht er das nicht? Seht ihr das? Ich kann hier keinen Eingang machen hier vorne. Wieso das denn? Willst du mich veralbern? Was ist denn das für ein Blödsinn? Hier geht's. Hier kann ich den vorne ran machen. Und da nicht. Aber warum? Soll ich jetzt machen? Ich kann den nicht bauen. Warum kann ich den nicht bauen? Vielleicht mal ein anderes Dingens probieren. Und jetzt nochmal. Jetzt geht's! Jetzt weiß ich aber nicht wohin. Kann das sein? Ja. Oh. Und zufällig. Richtig gebaut. Obwohl. Jetzt noch ein bisschen weiter her. Gehen wir im Baumenü. Nee, also. Also irgendwie ging es halt nicht. Jetzt geht's auf einmal. Ein anderes Fundament genommen und schon geht's. Ab. Muss man nicht verstehen, ist halt so. Habe ich manchmal. Hä? Habe ich manchmal mit Wänden. Ne, dass man die nicht drehen kann. Gut.
Also wäre das dann der Zulauf für Quarz dann. Wo haben wir denn den nächsten? Hier. Hier müsste wieder einer hin. Da müsste wieder einer hin. Nee, passt schon. Okay. Dahin. Dahin. Und dann sind wir schon rum, ne? 1, 2, 3, 4, 5 und dort der 6. Alles klar. Dahin. Wurzel, an was bist du eigentlich am Bauen gerade halt hier auf der Karte? Bei welchem Projekt? Bei mir ist es immer noch Batterien. Ja. Ach nee, haha. Stimmt ja. Hier habe ich die ja andersrum. Deswegen war ich auch so verwirrt vorhin. Hm. Jetzt waren die drei und die sind dann anders von dir. Nö. Und alte See. Wende auf deiner privaten Map. Wände, 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 Wände. Alles Wände, nur Wände. Das hört sich noch was Größen an, Murzel. Komm her. So. Keine Bänder ran. So, und von da unten müsste dann das hoch. Ist die Frau. Grüß dich, Kackostüme. Kackostüme, ich habe es getan. Ich habe es versucht, sagen wir so. Und zwar Kugel. Allerdings ist mir Kugel, gelingt mir nur mit Pipes, mit Rohren. Wo mache ich denn das? An welcher Stelle setze ich das Ding denn jetzt am besten? Soll ich mal ein bisschen Platz lassen? Oder nicht? Ich habe das zum Beginn des Streams mal gezeigt. Ich hoffe, dass es nachvollziehbar ist, weil ich wollte das Ding nicht fertig bauen, denn das ist eine unheimliche Arbeit. Ein Aufwand, alter Walter. Haha, heißgeliebter Saddy-Streamer. Also ich kenne es eigentlich nur als einer der meist gehassten Saddy-Streamer. Ich und Selene Jäger. So. Na, mal gucken, ob das sowas wird hier. Oder nicht. Komme ich denn überhaupt bis runter? Ich käme bis runter, das wäre schön. So, eventuell.
Was muss ich denn hier noch wegschaffen? Ich muss hier wegschaffen Wasser. Und ich muss wegschaffen Alu-Barren. Ich glaube, wie mache ich das mit dem Wasser? Das Wasser wollte ich ja verpacken und dann ab in den Schredder. So. Und die Alu-Barren. Könnte ich hier mittig durchwursteln. Und dann müsste ich den Quarzsand hierher. Hier außen wursteln. Das könnte dann irgendwie gehen. Ja. Moment, das wäre Mitte da. Das wäre Mitte da. So. So könnte ich da rein. Damit. Zeig dir mal was. Bitte, 1, 2, so. Ich glaube, ich kann nur bis... Hier? Ja. Und dann brauche ich hier einen Wanddurchgang für... Wenn ich da jetzt noch das andere wegbringen will. Gut, dann müsste ich hier drüben machen. Doch, das geht. Doch, das geht. Doch, das geht. Geht, 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 geht. So. Ne. Also. Hier dann. Das da. Kann ich das schön machen? Ach, lille Logistik. Einfach. Ja, akzeptabel. Dahin. Läuft. Und hier dunst. Kann ich das hier wegmachen? Dann kann ich das hin machen. Kann ich das wieder da hin machen? Und hier müsste ich die Alu-Barren dann abwursteln. Moment. Ah. Nee. So rum. Aber jetzt wird er bestimmt hier meckern. Ja. Oh shit. Lass mal wegmachen. Das geht nicht. Oder im hm.
Na, dann geht's. Alles klar. Gott sei Dank. Gut. Tausch gerade die normalen Wände gegen Betonwände aus. Ach. Mit Mod, ne? Meinst du jetzt? Ist das, sind es die Betonwände aus dem War Factory Mod? Wenn das die sind, oder gibt es da noch einen anderen? Muss auch. Und es sieht vielleicht auch schön aus, wenn ich das hier oben noch so mache. So, ne? Ein bisschen schicker. Und dann könnte ich das doch gleich hier oben komplett machen. So, rein. Ach, strukturelle Solutions. Warum produziert der jetzt nicht weiter? Überlegen. Warum produziert der jetzt nicht weiter? Weil das hier nicht weiter verbraucht wird. Ja, okay. Das macht Sinn. Die Alubarren also raus. Das Wasser tue ich dann irgendwo anders raus zaubern. Das funktioniert ja. Dann könnte ich jetzt eigentlich oben die na, Alubarrenzeug bauen zum Abtransportieren. Ja. Ach, bevor ich es vergesse, mal kennzeichnen. Dass ich hier schon was gebaut habe. So. Dann eh noch gefärbt werden alles. Ups, so wie das da. Was ist es denn hier? Den Boden habe ich gestern schon gemacht. Ein Betonfußboden. Hast du recht viel zu machen, ne? Klickt. So, wo muss ich damals hin? Raus. Gut. Es wäre theoretisch jetzt. Haben wir hier schon was produziert? Ja, haben wir schon. Und jetzt habe ich natürlich. Ach, ich depp. Da drüben geht's. Ah. Es ist. Naja. Okay. Du musst da. Ich
das natürlich anders machen. Blöd, wenn es das nicht einfärbt, ne, was man dann löschen will, gerade. Keine Ahnung, was man dann löscht. So rum. Weg. 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 Hätte man mal, ne? Das nehme ich auch. Gehen hier. Das. Oder. Ja, es kann sein, dass der Splitter nicht hingeht. Fusionator nicht hingeht. Ach, dann wäre es ja auch noch die gleiche Höhe, ne? Könnte aber auch eins runtergehen. So. Moment, es geht recht eng zu mir. Und Autosave. Schau mal bei dir auf den Discord. Discord. Babam. Satisfactory. Warte. Zeigt das nicht an. Jetzt zeigt das an. Das da. Die sehen schön aus. Gefällt mir. Schick. Gefällt mir, Wurzel. Trotzdem bin ich jetzt hier irgendwie gefangen. So. Lass mich mal hier her. Muss mal gucken, ob ich hier einen Splitter herkrieg. Fusionator. In die Richtung. Mal gucken, ob der schnabbelt. Macht er. Gut. Jetzt schnackelt. Noch, Möpse, Tag zusammen. Grüß dich. Wie geht's denn den Möpsen? Könnte theoretisch. Warte mal, wie viel produziere ich dann? Mal gucken. Ich glaube 360, ne?
Brauchen 60, da reicht mir ja ein MK5-Band. Da könnte ich dann das Zeug hier drüben runterschaffen. Gut geht's denen. Für euch geht's auch gut. Ja, mir geht's gut zumindest. Ich hoffe, den anderen Zuschauern auch. Und wenn nicht, dann gute Besserung. Und jetzt muss das noch weg. Ja. Und dann kommt der. Wie habe ich denn den gesetzt genau eigentlich? Grenze, Grenze, ne? Richtig oder richtig? So, ne? In die Richtung, genau. Und dann machen wir das Ganze nochmal. Passt. Dann kann ich das nach. Ja. Und dann wurstelt das unten drunter durch. Ha! Schick! Ein bisschen umständlich, aber okay. Ja, komm, einen kleinen Schluck. Na, du hast doch. Ja. Nee, nicht. Noch eins, noch einen kleinen. So, hier. Halt, das würde ich. Jetzt noch nicht. Ja. Mal gucken. Irgendwas hat mir nicht gefallen. Schnackelt nicht. Er schnackelt nicht. Gut, dann stimmt was nicht. Fussel Leonardo, Licht. So. Oh, ein bisschen daneben. Völlig daneben. So. Jetzt eventuell. Nee, wo ist das? Ich nicht. Warum? Hm. Moin, Taube Ingwer. Grüße dich. Schön, dass du reinguckst wieder. Ich verstehe jetzt nicht, warum der hier nicht ran möchte. Schließt sich mir nicht. Da ging es, zweimal ging es und beim dritten Mal geht es nicht. Das wäre interessant. Warum? Verstehe ich nicht. Ach, ich glaube, ich weiß warum. Jetzt wird es bestimmt gehen. Ja. Genau. Durch die Schräge hat es ein kleines bisschen versetzt in der Höhe und deswegen schnackelt es nicht. Siehst du? Geht doch. Jetzt habe ich doch
Ja, ja. Die Dummer hier reinstecken. So. Noch dann herunter. Hier noch rein. So. So. Weg damit. Das brauche ich. Sehe es nicht. Noch eins her. Ich stopp wieder da runter. So. So, Taube Ingwer, der zweite Monitor ist in Betrieb. Bei mir auf dem Discord gibt es da ein Bild dazu. Ich habe noch gestern angefangen zu basteln, ne, damit ich das dann auch so machen kann, dass der Monitor dorthin kommt, dorthin auch geht, wohin es sollte. Und da ist er jetzt auch. Und geht. Weg. Weg. Her damit. Hin damit. Dahin. Ja. Da, 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 da. Da. Haben wir noch einen? Wir haben noch einen, den letzten. Einen haben wir noch. So, jetzt haben wir die alle angeschlossen. Müsste ich jetzt nur noch das wieder runter schaffen. Von hier aus. Ne, von da aus. Ah! Nein, 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 nein. Gehen wir da runter. Das wird ein knappes Ding. Vielleicht geht das so. Gut, ich muss sehen, die andere Richtung könnte gehen. So nochmal. Hier ist er. So rum. Ja, geht. Alles gut. Dann von da nach. Weg. Von da nach. Ach ja, stimmt. Hätte ich den hier andersrum setzen müssen. Sehr intelligent. Ja, ja.
Ja. Da. Da gibt es ja viel wegzulöschen. So, runter. Geht bis ganz runter? Scheinbar nicht. Weil? Warum hat er jetzt keinen? Hä? Ach, shit. Dings gelöscht. So, aber. Doch. Ja, wahrscheinlich bist du tief unten, ne? Ach, geht. Gott sei Dank. Gut, hätten wir das. Jetzt müssen nur noch das Wasser weg. So, das Wasser. Problem, Wasser. Wasser will ich verpacken und schreddern. So. Wo habe ich denn noch Abfallproduktwasser? Moment, hier. Teile. Ich hatte doch, glaube ich, noch irgendwo. Wasser als Abfall habe ich einmal. Hier. Ach, bei den Batterien. Genau. So, Batterien. Batterieproduktion ist dort drin. Hätte ich hier Abfallwasser und da Abfallwasser. Ist doch eigentlich ganz gut. Da führe ich die ab. Dann baue ich mir am besten hier unten die Sache zum Verpacken und ab in den Schredder. Brauche ich, aber ich brauche ja auch noch eine Produktion von Kanistern. Auch eine Produktion von Kanistern. Ja, die Frage, kriege ich die da oben unter? ...360 mache ich. Das waren dann vier Maschinen. Genau, vier Maschinen von denen. Produziere ich 240 Aluminiumgehäuse. Bräuchte ich vier Maschinen von denen. ...240 Kubik habe ich Abfall und... Von denen hatte ich 180, theoretisch 360, weil ich ja das noch übertakte. Hätte ich 360 und 42 macht 600 Kubik Wasser als Abfallprodukt.
gedacht, es wären 10 Stück. Dann bräuchte ich ja auch 600 der Kanister. Theoretisch würde ich aber eigentlich im Kreislauf... Nee, geht ja gar nicht. Ist ja kein Kreislauf. Brauche ich 600? Nein. 600 Kanister. Und die Kanister produziere ich... Steuerkanister. Da brauche ich 600. Nee. 40 durch 600 ist 15. 600 durch 40 sind 15. Bräuchte ich 15 solche? Das schaffe ich doch. Das bringe ich doch nie dort oben rein. Das wären 19. 19 Konstruktoren da oben rein. Wird nix. Also. Aufschreiben. 19 Konstruktoren. Halt, na komm. Roter Stift. Konstruktoren. 15 sind für Kanister. Und 4 für Alu-Gehäuse. Gut. Dann brauche ich aber auch Massen an. Brauche ich 15 mal 60, sind 900. Möchte ich 900 Stahlbarren pro Minute. Ho, 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 ho.